Herzlich willkommen zum Vorlesetag. Ich habe für euch die Geschichte von König Theodor, von den Hühnern, von den Schweinen und von den Schafen. Und wie schön oder wie vielleicht es auch nicht so schön ist, wenn man König ist. Schauen wir mal. Bis zum ersten Tag im Monat Juli war Theodor ein ganz gewöhnlicher Hahn. Doch dann fand er vor der Scheune des Bauernhofs eine Krone aus Metall. Ein wenig verbeult zwar, aber sie leuchtete in der Sonne, als wäre sie aus Gold. Er setzte sie auf, stolzierte bis zum Teich und betrachtete sein Spiegelbild. Mit hoch erhobenem Kopf schritt Theodor zuerst zu den Hühnern. »Huch, was hast du denn auf?« gackerten sie. »Na, seht ihr das nicht? Eine Krone! Wer die trägt, der ist König.« »Also bin ich jetzt euer König«, antwortete er. »Nee, Theodor«, riefen die Hühner, »entweder isst man das von Geburt an, oder eben nicht.« »Seid ihr sicher?« fragte Theodor. »Ja«, gackerten die Hühner. »Gibt es denn wirklich gar keine andere Möglichkeit?« fragte Theodor. »Also, ich glaube, eine gibt es«, fing Gundula an zu sprechen, die älteste Henne. »Und welche? Sag schon«, unterbrach der Hahn sie ungeduldig. Wählen könnte man einen König eventuell, wie es vor vielen, vielen Jahren einmal möglich war. Gut, dann machen wir das. Mir ist es schnurzpiep egal, wie es passiert. Aber ich will König sein, rief der Hahn und wollte gleich gehen. Halt, hier geblieben! Auch das geht nicht so einfach. Erstens müssen alle Tiere des Bauernhofs damit einverstanden sein, nicht nur wie Hühner. Und zweitens, was versprichst du uns, damit wir dich zum Herrscher wählen? Fragte Gundula ganz herausfordernd. Theodor zog das linke Bein unter seinen Bauch. Das tat er immer, wenn er nachdachte. »Ich hab's«, rief er nach einer Weile. »Hier ist mein supertolles, einmaliges Angebot. Ihr bleibt doch bei Regen lieber in der Scheune und wollt nicht ins Freie, stimmt's?« Die Hühner nickten. »Also werde ich euch zukünftig in Ruhe lassen und nicht mehr nach draußen jagen. Und dafür gebt ihr mir eure Stimme. Einverstanden?« Die Hühner nickten wieder. Und Theodor lief zufrieden mit der Krone auf dem Kopf zum Schweinestall. »Was muss ich tun, damit ihr mich zum König wählt?« schrie er. »Wie? Was? König?« grunzten die Schweine und fraßen einfach weiter. »Jetzt hört doch mal zu. Ich will Herrscher auf dem Bauernhof werden. Und das durch Wahl«, erklärte Theodor. Und tat so, als wäre er das schon sehr, sehr lange. »Und was hat das mit uns zu tun?« fragten die Schweine. »Na ja, weil jede Stimme zählt und also auch eure. Was ist? Wählt ihr mich nun? Seht mich an, äußerlich bin ich bereits ein König.« Die Schweine schauten auf seine Krone, die ganz schief auf seinem Kopf saß. Dann steckten sie die Köpfe zusammen. »Wir wollen keinen König. Wir wollen, dass alles so bleibt wie bisher. Und überhaupt, wozu soll ein König eigentlich gut sein?« »Oh«, maulte Theodor enttäuscht. »Da finde ich einmal eine Krone und dann seid ihr nicht bereit, mir meinen Wunsch, der ja wirklich nur klitzeklein ist, zu erfüllen. Es ändert sich doch nicht viel. Ich bin halt nur euer König. Umsonst müsst ihr das auch gar nicht tun. Ich biete euch an,
morgens nicht mehr um 5 Uhr zu krähen. Ich weiß doch, ihr hasst es, schon so früh geweckt zu werden. Na, ist das nichts? Wieder steckten die Schweine die Köpfe zusammen. In Ordnung. Wenn du uns wirklich morgens länger schlafen lässt und wir sonst nichts machen müssen, dann kannst du unseretwegen König werden. Super, ihr werdet es nicht bereuen, bedankte sich Theodor. Zufrieden stolzierte er weiter. Jetzt musste er nur noch die Schafe davon überzeugen, ihn zu ihrem König zu wählen. Hallo, meine lieben, wuscheligen, süßen Schäfchen, rief er. Wie geht es euch denn heute? Verdutzt schauten die Schafe ihn an. Was war denn heute mit Theodor los? Sonst rannte er laut krähend auf sie zu und freute sich, wenn sie erschrocken in alle Himmelsrichtungen davonliefen. Aber heute war er irgendwie seltsam. So ungewohnt freundlich. Hattet ihr bis jetzt schon einen schönen Tag? Fragte er weiter. Misstrauisch betrachteten ihn die Schafe. Irgendwas stimmte nicht. Und da fiel ihnen die Krone auf. Was hast du denn da auf dem Kopf? Wollten sie wissen. Eine Krone. Ich bin jetzt euer König. Leider gibt es da noch eine kleine, klitzekleine Kleinigkeit, kaum der Rede wert. Doch es muss halt sein. Ich brauche eure Stimmen bei der Wahl. Da man entweder als König geboren wird oder dazu gewählt werden kann. Jetzt wollte ich euch noch fragen, ob ihr mir diesen wirklich winzigen Wunsch erfüllt. Dafür werde ich euch auch niemals mehr erschrecken. Ich schwöre auf meine Familie Hähnchenkönigs Ehrenwort. Die Schafe überlegten nicht lange. Sie konnten sich zwar unter einem König nichts vorstellen, riefen dann aber, ja, doch wehe, Theodor, du lässt uns dann nicht in Ruhe. Der nächste Sonntag wurde dann als Wahltag festgelegt. Der Hahn konnte es kaum erwarten. Alle Hühner, alle Schweine und alle Schafe hatten sich im Hof versammelt. Wer mich zum König wählt, der hebe nun seine Pfote, seine Kralle oder sein Bein, bestimmte er. Mit nur einer Gegenstimme. Henne Bertha murrte als einzige, wurde er gewählt. Die nächsten Tage trug Theodor den Kopf noch höher und stolzierte noch majestätischer über den Hof. Er hielt sich an seine Wahlversprechen und freute sich über sein Leben als König. Doch dann geschah etwas, womit Theodor nicht gerechnet hatte. Eines Morgens wurde er durch lautes Gezeter geweckt. »Meins ist es!« schrie Henne Gundula. »Nein, es gehört mir!« gackerte Bertha aufgeregt. »Was ist denn hier los?« fragte Theodor und »Geld, ja!« »Sie hat mir mein Ei gestohlen!« behauptete Gundula. Und Bertha krakeelte. Sie lügt. Ich habe es gelegt. Du musst entscheiden, wer recht hat. Schließlich, du bist unser König. Ratlos blickte Theodor von einem Huhn zum anderen. Er hatte so gar keine Ahnung, was er nun tun sollte. Deshalb sagte er, wer wird denn an so einem schönen Morgen streiten? Und stopfte sich die Ohren mit 2 Federn zu. »Ein schöner König bist du«, schimpften Gundula und Bertha. Und beleidigt zogen sie davon. Und dann passierte noch etwas, die Sache mit den Schafen.
Der Fuchs hat unser jüngstes Schäfchen entführt, schrien die Schafe. Und sie verlangten von Theodor, er solle den Fuchs fangen lassen und ihn verurteilen. Ein König würde das so machen. Sie hätten sich erkundigt. Vielleicht andere, aber ich nicht, erklärte Theodor und griff nach seiner Krone. Passt einfach besser auf eure Kleinen auf. Und da wurden die Schafe so wütend, dass er schnell vor ihnen davonrennen musste. In seinem Versteck hinter dem großen Heuhaufen überlegte er Folgendes. Eigentlich machte das Königsein nicht so viel Spaß, wie er es sich vorgestellt hatte. Die anderen Tiere sagten nicht »mein König« oder »mein Herrscher« zu ihm, obwohl er es sich wünschte. Und das mit dem Streitschlichten war wirklich nicht seine Sache. Er wusste nun, dass König zu sein nicht so einfach war, wie er es angenommen hatte. Ein Herrscher musste offenbar auch viele Dinge tun, die Theodor gar nicht gefielen. Und die olle Krone auf dem Kopf herumzutragen, das war auf Dauer auch ganz schön unbequem. Außerdem war es nicht ziemlich doof, wenn nur einer ganz alleine bestimmte und alle machen mussten, was dieser eine sagte? Ob dieser eine wohl immer das Richtige entschied? Was, wenn er mit dem, was er anordnete, völlig daneben lag? Und wäre es nicht besser, wenn alle gemeinsam nach einer Lösung suchen würden? Wahrscheinlich wären alle auch viel zufriedener damit und außerdem konnte sich niemand mehr beschweren. Alle waren ja an den Entscheidungen beteiligt worden. Also stellte Theodor sich am nächsten Morgen um 5 Uhr auf den Heuhaufen, sperrte den Schnabel auf und fing an zu krähen. Anschließend ging er in den Stall und rief: Auf, ihr Hühner, auf, raus aus den Federn! Danach spähte er um die Ecke und sah die Schafe. Er nahm Anlauf, flitzte los und erschrocken rannten sie davon. Und dann nahm er seine Krone, buddelte ein tiefes Loch, legte sie hinein und warf ganz, ganz viel Erde drauf. Ich bin jetzt wieder ein ganz normaler Hahn, erklärte er. Ab heute ist alles wieder wie früher. Oh, schade, gackerten die Hühner. Verflixt, grunzten die Schweine. War irgendwie schon schön, so ruhig und ohne Stress, seufzten die Schafe. Nachts träumte Theodor noch manchmal von seinen Tagen als König auf dem Bauernhof. Aber wenn er dann um 5 Uhr auf dem Heuhaufen stand und aus vollen Kräften krähte, fand er, dass sein Leben als stinknormaler Hahn einfach perfekt war. Übrigens, das angeblich entführte Schäfchen hatte sich nur verlaufen und wurde von einem freundlichen Fuchs sicher zu den anderen Schafen zurückgebracht. Und was sagt man am Ende einer Geschichte immer? Und die Moral von der Geschichte? So schön ist Königsein auch wieder nicht. Jedenfalls nicht immer.